Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. In diesem Video geht es rund um das Wechselduschen, wie das Ganze funktioniert und was es für mich oder allgemein bringt. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, vor ein paar Wochen habe ich mir gedacht, okay, mir geht's morgens meistens nicht ganz so gut, bin immer ziemlich müde und so, gibt's da irgendwas, um mich irgendwie wach zu machen? Habe ich ein bisschen gegoogelt und bin dann auf das Wechselduschen gekommen. Ich dusche meistens morgens oder man kann sagen, so gut wie immer morgens, deswegen wäre das eigentlich eine gute Methode für mich, um mich wach zu kriegen. Okay, habe ich mich informiert und jetzt mache ich das seit mittlerweile über einem Monat und ich muss sagen, es ist wirklich klasse. Es hat wirklich einen super Effekt und ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Deswegen erkläre ich in diesem Video, was das Ganze bringt, beziehungsweise wie das Ganze überhaupt funktioniert. Erstmal zur Wirkungsweise. Also das Ganze soll den Kreislauf anregen, es stärkt das Immunsystem etc. Also man wird deutlich fitter und man fühlt sich auch irgendwie, keine Ahnung, munterer. Also man hat das Gefühl, man ist einfach besser drauf und es ist auch so. Und ja, Wechselduschen könnt ihr euch eigentlich schon vorstellen, was es ist. Ihr duscht abwechselnd mit warmem und kaltem Wasser. Das klingt sehr abschreckend, klingt auch sehr komisch und unangenehm, ist es am Anfang natürlich auch, aber da gewöhnt man sich richtig schnell dran und ich muss sagen, der richtig positive Effekt, beziehungsweise das ein positiver Vorteil vom Wechselduschen ist, dass es beim ersten Mal schon wirkt. Das heißt, man weiß direkt, aha, es hat bei mir was gebracht, ich mache es auf jeden Fall weiter. Es gibt auch irgendwelche anderen Sachen, wo man, was weiß ich, 2 Monate erstmal rumprobieren muss, dass es überhaupt funktioniert. Und beim Wechselduschen ist es so, direkt bei der ersten Anwendung hat man eigentlich Erfolg. Meistens jedenfalls. Und ja, ich erkläre jetzt einfach mal ganz kurz, wie das Ganze funktioniert. Ihr stellt euch in die Dusche, duscht euch erstmal ganz normal mit richtig warmem Wasser. Also nicht so mittelmäßig, dass ihr denkt, ich muss es sowieso kalt stellen, dann mache ich es lieber mal so auf Mitte. Sondern wirklich, als ob ihr ganz normal duscht. Also duscht natürlich dann ganz normal mit richtig warmem Wasser. So, dass ihr, wenn ihr morgens friert, so wie ich meistens, mir ist richtig kalt morgens, dass ihr wirklich aufgewärmt seid. Also ihr dreht das Wasser so warm, dass ihr denkt, oh, ist das angenehm, jetzt fühle ich mich richtig wohl, jetzt ist es schön warm. Und dann duscht ihr euch in dieser Wärme erstmal ab, wascht euch, wie auch immer, wie ihr ganz normal duscht. Und dann geht's ans Wechselduschen. Das ist quasi der letzte Schritt beim Duschvorgang, bevor ihr aussteigt. Und zwar dreht ihr das Wasser kalt. Jetzt nicht so ganz kalt, dass ihr es nicht aushaltet, sondern so, dass es noch auszuhalten ist und es trotzdem einen richtig schönen kühlen Effekt hat. Beim allerersten Mal gebe ich euch den Tipp, so habe ich es auch gemacht, ihr dreht das Wasser langsam kälter, also ihr nehmt die Brause runter und haltet sie erstmal weg, dass ihr merkt, wie warm das Wasser ist und dreht langsam kälter, bis ihr merkt, aha, das ist jetzt kalt genug oder das ist zu kalt. Versucht das zu regulieren, wo ihr wisst, da traue ich mich noch drunter oder nicht. Und dann macht ihr folgendes, ihr fangt unten bei den Füßen an, man sagt immer so weit wie möglich vom Herzen, das sind die Füße eben, fangt ihr an mit dem kalten Wasser euch abzubrausen, immer weiter höher zum Herzen hin und wenn ihr so ungefähr beim Bauch angekommen seid, das ist dann schon relativ kalt, dann macht ihr mit den Armen weiter, dass auch die erstmal das von den Händen ab Richtung Herzen, die auch mit kaltem Wasser behandelt werden. Und dann, wenn ihr da angekommen seid, duscht ihr euch komplett mit dem kalten Wasser einmal ab. Ihr könnt auch den Kopf mit abspülen, so mache ich es auch. Es hat den meisten Effekt, den größten. Es ist zwar richtig kalt, vor allem am Kopf und an den Haaren, aber wenn ihr das gemacht habt, das bringt auf jeden Fall sehr viel, wenn ihr auch den Kopf mit dem kalten Wasser mit abspült. So, das Wechselduschen, also die kalte Phase sollte nicht zu lange dauern. Ihr haltet sowieso nicht lange aus bei richtig kaltem Wasser, habe ich gemerkt. 10 Sekunden ist da schon eine Ewigkeit. Das heißt, ihr spült euch ganz kurz mit dem kalten Wasser ab, müssen 2 bis 5 Sekunden reichen, da glaube ich vollkommen aus. Und dann dreht ihr wieder auf die Wärme, die ihr vorher hattet. Also ihr dreht es wieder auf die Temperatur, die ihr vorher, wo ihr ganz normal geduscht habt, eingestellt hattet. Und duscht euch damit, also spült euch damit nochmal ab. So, das ist die erste Runde. Das Warme sollte dann auch nicht zu lange dauern, ich sag mal maximal 30 Sekunden. Also ihr solltet euch wieder an das warme Wasser gewöhnen, aber es soll jetzt nicht zu lang sein, dass ihr die Kältephase wieder überspringt etc. So, und das Ganze solltet ihr 3-mal machen. Ihr könnt es auch öfter machen. 3-mal bringt bei mir auch was schon. Also das ist auf jeden Fall okay. Ich mache es manchmal auch öfter, aber 3-mal reicht auf jeden Fall aus. Das heißt, das erste Mal kalt und wieder warm. Dann macht ihr das Ganze nochmal kalt und wieder warm.
beim allerletzten Mal nicht wieder warm drehen, sondern ihr lasst das Wasser kalt. Versucht so lange wie möglich auszuhalten, da reichen aber dann auch wieder 10 Sekunden oder sowas, also wirklich nicht lang. Und dann stellt ihr das Wasser aus und trocknet euch ab und steigt aus der Dusche aus. Das heißt, ihr hört mit dem kalten Wasser auf. Das ist ganz wichtig, damit sich der Körper dann an diese Temperatur dann gewöhnt, beziehungsweise das warme Wasser ist ja wärmer als die Außentemperatur und somit friert er dann auch nicht ganz so arg, wenn ihr aussteigt mit dem kalten Wasser, denn dann seid ihr schon ein bisschen abgehärtet. Das soll nämlich auch die Wirkung sein, überhaupt abgehärtet zu sein für Kälte im Winter etc. Also es bringt auf jeden Fall sehr viel. Auch schon beim allerersten Mal, also ihr werdet merken, wenn ihr es dreimal gemacht habt, also diese drei Phasen, kalt, warm, kalt, warm, kalt, dann werdet ihr merken, das bringt auf jeden Fall was. Ihr fühlt euch munterer, gibt es das Wort? Ja, ich glaube schon. Und ist auf jeden Fall richtig angenehm. Ich habe dann einen super guten Tag, wenn ich das mache. Ich mache es fast jeden Tag. Manchmal vergesse ich es, beziehungsweise habe keine Lust, weiß auch nicht, aber wenn ich es mache, dann geht es mir auf jeden Fall richtig gut, muss ich sagen. Also wirklich Tipp von mir, probiert es aus. Duscht euch warm ab, ich wiederhole es nochmal, duscht euch warm ab. Wascht euch dann auch mit richtig warmem Wasser. Dann einmal kalt, nur kurz, 10 Sekunden oder so maximal, das reicht vollkommen aus. Dann wieder warmes Wasser, dann nochmal kalt, wieder warmes Wasser und zum Schluss nochmal kalt. Das könnt ihr da auch länger aushalten, wenn ihr wollt, so 10, 20 Sekunden maximal. Das ist aber dann schon richtig, also dann werdet ihr merken, so lange haltet ihr es eigentlich nicht aus. Und dann, ja, macht das Wasser aus, trocknet euch ab und steigt aus und fühlt euch gut, hoffe ich mal. Ja, das ist das Wechselduschen, eigentlich ganz einfach. Es klingt wirklich sehr abschreckend und sehr kalt. Ist es natürlich auch beim ersten Mal, aber gewöhnt euch wirklich dran. Ich mache es jetzt seit über einem Monat und ich muss sagen, ich habe damit momentan gar kein Problem mehr. Ich muss die Brause sogar nicht mal mehr runternehmen, sondern stelle mich einfach drunter unter das kalte Wasser und es macht mir nichts mehr aus. Also man gewöhnt sich wirklich richtig gut dran und es macht auf jeden Fall richtig viel Sinn, das mal auszuprobieren. Ich gebe euch den Tipp, macht's einfach mal, wenn ihr das nächste Mal duscht. Ich weiß nicht, ob es abends auch was bringt. Ihr solltet ja eigentlich abends dann müde sein, dass ihr schlafen könnt. Also morgens ist wahrscheinlich, denke ich mal, besser. Probiert's aus, morgens mal Wechselduschen auszuprobieren. Und ja, dann schreibt mir in die Kommentare, ob es für euch was gebracht hat oder ob ich irgendwas falsch oder unverständlich erklärt habe. Über Feedback freue ich mich natürlich immer wieder sehr. Und ja, das war's für dieses Video über das Wechselduschen. Gebt mir auch eine Bewertung, wenn ihr wollt. Ja, alles klar, macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao!